grausam süß zerschneidet. Ein herrliches Geflecht verschlungener Männer. Geküsst. Auf die Wange geküsst. Nicht auf die blühenden Lippen. Welch eine erschütternde Leere am Ende meines Lebens. Muss ich wieder zurück in mein verschlissenes Kostüm. In die schlaffe Haut des Greises. Mit dem Schlafen ist es eh vorbei. Das Alter hat mich wieder. Verstehst du nun, Dichter, Fürst, Genie? Genie, ein alter Esel bist du. Gehüpft und gesprungen bist du, dass dir die Adern unter der Narrenkappe zu platzen drohten. Hast nicht gesehen, wie sich die Welt die Faust vors Maul hielt, um nicht zu brüllen vor Lachen? Ohne Anstand. Ohne Würde. Blind war ich. Verloren für immer. Ach du lieber, lieber Gott, was für ein armes, gutes Tier. Doch der Mensch ist. Ich will Ruhe wärmen. Mich friert. Am 5. September 1823 verlässt Goethe fluchtartig Karlsbad in Richtung Weimar. Es wird die traurigste Kutschfahrt seines Lebens werden. Aber die bedeutendste der Weltliteratur. Noch in der Kutsche verfasst er ein seitenlanges Gedicht, die Marienbader Elegie. Sein großer und endgültiger Abschied von der Liebe. Er hatte die Fähigkeit, dass er seine Schmerzen in Lieder verwandeln konnte und seine Leiden in Elegien. Das ist in große Literatur verwandelt. Und jeder kann sich in diesem Schmerz wiederfinden. Der letzte Kuss. Der letzte. Grausam süß zerschneidend. Ein herrliches Geflecht verschlungener Minnen. Mir ist das all. Ich bin mir selbst verloren. Der ich noch einst der Götterliebling war. Sie drängten mich zum Grabe seligem Munde. Sie trennten mich und richten mich zugrunde. Sie ist fort. Geblieben sind Worte, Worte. Mein einziger lebendiger Besitz. Doch wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide. Und deswegen bin ich ein Genie. Und deswegen bin ich ein Genie. Nach Weimar zurückgekehrt, wird Goethe noch fast 9 Jahre leben. Hoch verehrt und von aller Welt bejubelt. Man nennt ihn jetzt den Hocherhabenen, den Vollendeten. Und Goethe weiß, dass er das tatsächlich ist, vollendet. Schon zu Lebzeiten ein Denkmal. Er ordnet seinen Nachlass, ediert sein Gesamtwerk, beendet den Faust II und empfängt prominente Besucher, die den größten Dichter aller Zeiten bestaunen. Als ein Jahr vor seinem Tode sein einziger Sohn auf einer Romreise verstirbt, bricht er zusammen. Pflicht, der
Das ist das Wort, mit dem ich meine letzten Tage zusammenpflege. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich damit abzufinden, dass dieses Kapitel seines Lebens, das schönste vielleicht, nun eben abgeschlossen ist. Ich glaube, dass er auch gesehen hat, dass er nun als alter Mann überflüssig wird. Und er musste sich damit abfinden. Seine Marienbader-Elegie aber hütet er bis zuletzt wie einen Schatz. Er überlässt die Seiten niemandem, nicht einmal dem Buchbinder. Er selbst fügt die Blätter zusammen. Er, der sein ganzes Leben in Poesie verwandelt hat. Oder, wie er es selbst sagt, in ein einzig Abenteuer. Das Bittersüße des Kelchs, den ich bis auf die Neige ausgeschlürft habe. Jetzt ist Ulrike ganz mein. Jetzt habe ich sie zu einem meiner Geschöpfe gemacht. Jetzt ist sie unsterblich. Durch mich. Hiermit. Goethes letzte Liebe. Als Stoff seines größten Gedichts wurde Ulrike unsterblich. Im wirklichen Leben uralt, 94 Jahre. Ihren großen Verehrer hat sie um fast 70 Jahre überlebt. Geheiratet hat sie nie.